Wilfried Liebe. Lyrisch, teilweise autobiografisches, geschrieben am 27. Mai 2020, Corona-Zeit. Die Zahl 69 hatte ihre Bedeutung für eine Geschichte, die man erleben konnte. Im Glücksfall ein Glücksfall, wie Geld. Man hat es, man spricht nicht drüber. Der Gentleman genießt und die Karawane zieht weiter. Die Zahl 68 dagegen füllte ganze Bücher, Dokumentationen, verwirrt bis heute Sklaven und Fußvolk. Dieser Krieg war nie zu gewinnen. Im Netz verlaufen sich neue Unglückshelden Seite an Seite mit Wirrköpfen, Amokläufern, Glücksspielern. Der Feind bleibt unsichtbar. Bitcoin? Medienmogule? V-Männer? Befand sich Ulrike Meinhof in konkreter Notwehrsituation? Inklusive des deutschen Volkes? Gott gibt die 10 Gebote. Die Auslegung schreibt immer ein Teufel, ein Teufel. Ein halbes Jahrhundert Rudi Dutschke und die Folgen. Das Thema war längst einbalsamiert. Wilfried Liebe nur stand da mit komplett leeren Händen. Man möchte meinen, es ist der gleiche Fluss von gestern oder von vor 5 Minuten oder vor einer Minute. Aber alles fließt. Nicht ein einziges klitzekleines, harmloses Wassertröpfchen ist geblieben, wo es vor einer Sekunde war, vor einer Zehntelsekunde. Geschweige denn vor einem Tag. Ähnlich mag das Flüsschen gestern ausgesehen haben wie jetzt. Und doch nichts, gar nichts ist so, wie es gestern war. Und nichts wird morgen so sein wie jetzt. Niemand auf der Welt wird das Flüsschen noch ein zweites Mal so filmen wie hier. Der Lauf der Dinge.